Echt, fährst du hunderte von Kilometern, nichts ahnend. Siehst hier Freddy und Uli. Von One World Thousand Places. I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hey! Das läuft hier. Jo, so soll es sein. Vielen herzlichen Dank. Wenn ihr irgendwas braucht, ruft an. Ne? Jo! Mit euch. Prima. Guten! Guten! So, jetzt kann ich die erstmal wieder abmachen. Prost, ihr Lieben! So, wir sind hier in Kerken. Wir haben es schon wieder getan. Womodina. Ja, genau. Wir hatten nochmal wieder Lust raus, weil irgendwie fällt da mir die Decke auf den Kopf und das ist das Rentschhaus. The Rancho. Oh. Und das kommt schon. Essen ist fertig. Oh. Du hast gut gepasst. Ach, ihr kennt euch? Ja. Wir kennen uns. Zufällig. Hast du verraten, Christine, dass du heute Morgen hier warst? Texas Burger, die kann super kochen, ne? Ja. Aber ich brauche jetzt drei Auszubildende in die Küche putzen, ne? Hat sie nicht gesagt vorher, ne? Nee, das hat sie kochen nicht. Kochen kann nicht. Noch ein Texas? Bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Ihr seid auch am Film. Hi. Ja, wir gehören auch zur gleichen YouTube-Bande. Okay. Die Bande. Ja, genau. Darf der unten Leckerli oder nicht so gerne? Selbstverständlich. Dann hol ich mal was, ne? Du bist kurz vom Verhungern. Ja. Ihr lasst es euch schon mal schmecken, ja? Vielen Dank. Bevor wir da. Ja, mein Lieber. Lecko Druschka. Das sieht doch mal gut aus. Also muss ich ja ganz ehrlich sagen, wir sind jetzt ja auch gerade erst angekommen. Ne? Wir haben für 17.20 Uhr hier reserviert. 17.16 Uhr oder was waren wir hier und geht hier. Also so. 17.30 Uhr hatten wir reserviert. Ja, oder 17. Es ist 17.34. So, weiß Bescheid. Das sieht alles hervorragend aus. Oh. Ist das lecker? Ist langsam. Guck mal, da wo es das gibt, gibt es noch viel mehr. Ja, ne? Guck mal, den ist zu langsam als Nachtisch, okay? Bis gleich, Mäuschen. Ja, wir danke, danke glauben. Wenn was ist, einfach anrufen. Danke, ja, machen wir. Danke. Dir auch alles gut? So, Schatz, guten Appetit, würde ich sagen, oder? Ja, dir auch, danke. Ja, Gurten, Leute. Also nochmal, ich war ja noch nicht fertig. Wir Ach sind so. Hier in Kerken an der Rentschhaus. An der oder an dem? Dem Rentschhaus. Hauptsächlich Burger in allen Variationen. Ich habe jetzt so einen Pulled Beef Burger mit geschmorten Rotweinzwiebeln an Ranch House Fries. An was? Ranch House Fries. Okay. Und ein Salat. Weil man will ja gesund genau. bleiben. Ne? Ich habe einen Texas Burger mit Salat. Schön mit Bacon. Wie sich dazu gehört, ne? Gut, wir hauen jetzt einfach was weg, ne? Sonst wird's ja. Hier so eine, möchte ich mal hier zeigen, ne? So eine essbare Schale. Voll geil. Ehrlich? Ja. Okay. Das ist so eine gebackene. Wie so ein Taco. So, wie war denn? Boah, das war lecker. Ging gar nicht, ne? Das war so, so lecker und so schön gemacht. Also. Wie war bei euch? Auch lecker? Okay. Nur zu viel, ne? Ja, Hälfte habe ich eingepackt. Freddy hat ja so ein 500 Kilo Teil. So ein halbes Rind, lass das Brötchen weg. Teil. Ich muss aber zu sagen, ich hatte auf der Hinfahrt hatte ich so einen Hunger, da hätte ich am liebsten ein Pferd in den Arsch gebissen. Aber für den Rind hat es nicht gereicht. So, wir haben jetzt zwar schon gegessen und da ging also alles ein bisschen schnell, aber ich glaube, wir haben vergessen, ich mache mal Licht hier. Moment. Ich
glaube, wir haben vergessen, mal ein freundliches Glück auf hier reinzurufen. Ne? Und ein herzliches Willkommen zu unserem neuen Video. So, und alles andere schneide ich jetzt rein. Das Burgerbrötchen, das war mal so knuspriger. Ne? Nicht so ein, labberpappig zahnlos Mist. Ne? Also. Ja, wo musst du kauen? Ja, wo musst du es kauen? Ja, vor allen Dingen dieses zahnlosen Mist. Ne? Läuft, läuft. Und der Salat war in so einem essbaren, so wie so ein Taco oder sowas in diese Richtung, ne? So eine Schale. Umweltfreundlich. Ja, ja, ja. Hätte man auch noch essen können, wenn man es geschafft hätte. Ja, war sehr lecker, ne? Oder? Ja, war wirklich lecker. Also absolut zu empfehlen, definitiv. Das Ambiente, super schön. Ja, wir sind jetzt gerade allein, jetzt geht's wieder, ne? Ja, so, eigentlich man, schon. Sonst versteht man mich so schlecht oder dich auch. Ist wirklich absolut zu empfehlen, definitiv. Ja. Unser zweites Dinner war das jetzt. Ja. Und beide waren ganz hervorragend, muss man ganz klar sagen. Die Bedienung super freundlich. Jetzt gucke ich mal den Sonnenuntergang da nochmal an, hör mal. Ist das der Hammer? Ja, wir stehen jetzt hier am Eiler See. Jo. Und in Kerpen? Nee, Kerken. Kerken. Nicht Kerpen, sondern Kerken. Kurz vor der holländischen Grenze. Auch die Leute hier super sympathisch, super nett. Tippidi-top, muss man so sagen, oder? Ja. Also ich kann mir vorstellen, auch wenn es mal wärmer ist, dann ist hier wahrscheinlich die Hölle los. Ja, ist jetzt schon. Jetzt ist sehr viel. Obwohl, gut, ist auch Samstag, aber ist richtig. Ist ja auch ein Ausflugsziel, ne? Ja. So, wir werden jetzt hier noch ein bisschen verweilen. Ja. Mit Freddy und Uli. Ja. In Ruhe. Noch ein Käffchen trinken. Wir stehen hier Tür an Tür. Hier crasht gerade einer meine Party. Wir können uns von Wohnmobil zu Wohnmobil unterhalten. Genau. Passt auch schön. Genau. Nee, alles gut. So, ich habe, glaube ich, gerade schon mal Freddy gesagt, 21 Uhr ist hier Schicht. Bis dahin halten wir auch noch locker durch. Und dann, ist Feierabend. So, nämlich Corona-konform werden wir uns jetzt noch ein alkoholfreies Bier und für dich noch ein Malz, ne? Ja, wir trinken das gute Malz. Ich trinke mit Alkohol, ich muss schon erfahren. Genau. Freunde des Womo-Dinners, das war's, würde ich sagen, oder? Ja, bis hierhin. Genau. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ach so, auch noch. Sie sind unheimlich freundlich zu Hunden. So nämlich. Kriegen nämlich auch ein Leckerchen, die Hunde. Ja, ich habe auch eins bekommen. Ciao. Tschüss. So, bleibt sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss. Ciao. Hold on, sugar. Why you look so sad?